Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut 700 und heute gibt es wieder eine neue Need for Speed Payback Folge. Und zwar geht es um das Update, das morgen kommt. Also das ist ja ein ziemlich großes Update. Und ich habe euch auch den Link in die Videobeschreibung gehauen, wo ihr das alles nachlesen könnt, was ich jetzt erzählen werde oder zusammenfassen. So. Und ja, also das ist nur so ein Informationsvideo, dass ihr mal einen kleinen Überblick habt, was ihr morgen alles in Need for Speed Payback dazu bekommt. Also das erste große Sache, was an jeden gefehlt hat in Need for Speed Payback, ist natürlich der Free Roam. Und das könnt ihr dann ab morgen machen. Es gibt zwar noch keine Rennen oder so, also so wie im alten Need for Speed, dass man dann die Rennen dort vorfindet, also zu den Rennen hinfahren kann und so bla bla. Das gibt es noch nicht. Ihr könnt es nur mit euren Freunden umherumfahren, Fotos machen, Blödsinn machen, Autotreffen veranstalten und so weiter und so fort. Und es heißt beim neuen Need for Speed All Drive Hangouts. So heißt das Ganze. Und ja, da könnt ihr halt Offroad fahren und halt auf der Straße auch. Das zweite, was wirklich geil ist, sind Aufholjagd-Packs. Die sind ganz neu und betreffen es Tuning, also es Leistungstuning. Und zwar gibt es drei verschiedene Versionen von diesen Packs. Einmal Stufe 6, Stufe 11 und Stufe 16. Und das ist einfach, das könnt ihr ja für jedes Auto kaufen, weil Stufe 16 natürlich nicht für jedes Auto, also für die 299er könnt ihr das nicht kaufen. Und zwar mit Stufe 6 kauft ihr es nur Stufe 6 Teile für das Auto, dann für Stufe 11 nur 11er Teile und Stufe 16 nur 16er Teile. Also ihr könnt das Auto schneller auf Maximalaufbau bringen. Oder halt auf eine andere Stufe, was ihr halt wollt. Und so auch mit euren Freunden ganz einfache Rennen machen. Also zum Beispiel legt fest einen Leistungsindex und dann kann man den ganz einfach mit diesem Pack tunen, das nicht unfair ist. Und was die Packs kosten, steht auch schon. Es ist gar nicht so heftig vom Geld her. Also für das Stufe 6 Pack zahlt ihr 71.400. Für die Stufe 11 Pack 131.000 und für die Stufe 16 Pack 180.000 in-game Geld. Ja, dann war es das mit dem einmal. Dann bekommt man auch noch neue Neon- und Reifenqualm rein. Und zwar wird es eben in die Lieferungen, kann man das finden. Also es wird einfach hinzugefügt und man kann es dann erhalten, so wie man halt jetzt auch den Reifenqualm und die Neons erhalten hat. Und die Farben sind, also von beiden, von Neon und Reifenqualm, sind einmal Stahlblau, Bonbonrosa, Blaugrün, Korallenrot und Gold. Also da könnt's, das gibt's auch zum Bekommen. Dann kommt noch dazu, also dass ihr ein Eintausch und Verkauf aller nicht ausgerüsteter Teile, also dass man ganz einfach alle Speedkarten auf einmal verkaufen oder eintauschen kann, die was nicht ausgerüstet sind. Nur ist halt da die Frage, das steht nämlich nicht dabei so genau, ob das jetzt wirklich alle nicht ausgerüsteten Karten sind, also für alle Autos, was man in der Garage hat. Das wäre natürlich sehr geil. Oder nur für dem einen Auto, ich meine, selbst das ist schon cool. Weil das nervige Umeinanderdrucken, das ist ziemlich ein Scheiß gewesen. Gut, dann kommt das dazu und dann gibt es noch einen vorletzten Punkt, sagen wir jetzt gerade. Also einen Schnappschuss pro Verbesserungen. Und zwar könnt ihr auch während der Takedown-Sequenzen Schnappschüsse aufnehmen. Und die Kamera kann jetzt auch weiter weg von euren Wagen gesummt werden. Und dann
dann ist die Empfindlichkeit eben angepasst worden, weil umso weit, wenn man jetzt sehr weit weg vom Auto ist, muss der schneller hin und her fahren können. Dass das einfach best, also dass man schneller rauszoomen kann und so, bla bla. Dann sind die Objekte im Hintergrund schärfer, also die Darstellungsqualität ist verbessert worden. Und Verschmutzungen können jetzt ein- und ausgeschaltet werden. Also wenn ihr mit dem Auto durch den Dreck gefahren seid, ist ja dreckig euer Auto. Und dann hat man bis jetzt immer zu einer Tankstelle fahren müssen und das Auto reinigen. Und mit dieser Funktion kann man das jetzt ein- und ausschalten. Und dann gibt es noch neue Filteroptionen. Und die werde ich jetzt nennen. Also Kino, Kühl, Warm, Grunge, keine Ahnung, Vintage, Entsättigt, Lofi, lebhafter Retro-Look, Infrazone und Schwarz-Weiß-Bildschirm. Die Sachen gibt es. Und natürlich gibt es den Schnappschuss-Pro-Modus auch im All-Drive-Hangouts. Und dann gibt es noch kleinere Anpassungen, also das ist der letzte Punkt jetzt, gibt es kleinere Anpassungen am Hauptmenü. Und die sind einfach, das eben leichter auf am Laufen zu halten, also der Startbildschirm. Also da, wo man Kampagne und dann hat man dann eben die News, das ist irgendwie angepasst. Steht aber auch nichts Genaueres. Ja, gut. Dann war es das auch schon wieder mit dem kleinen Informationsvideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert an unseren Channel, dass keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!